temperamentvoll zwischen den Ballwechseln. Dann aber auch wieder ruhig, wenn die Spieler die Konzentration brauchten. Nachdenkliche Gesichter dann auf der deutschen Bank, vor allem bei Cheftrainerin Eva Jähler. Beim Doppel. Denn im ersten Satz hatten zwar Roskopf-Fetzner, die Weltmeister von 89 im Vordergrund spielend, gegen Persson und Lind mit 21-17 gewonnen. Im zweiten allerdings unterlagen sie dann mit 16-21. Lind und Persson, eine Paarung, gegen die die Weltmeister von 89 noch nie gewonnen haben. Beiderseits ja links-rechts, wenn man so will, also die ideale Kombination. Aber die Schweden sind seit Jahren der Angstgegner der Speedy und Rossi. Auch hier hervorragende Technik. Das fachkundige Publikum von Hannover, immer auf Ballhöhe, sehr temperamentvoll zwischen den Ballwechseln. Dann aber auch wieder ruhig, wenn die Spieler die Konzentration brauchten. Slavko Čordaš, der Betreuer der deutschen Mannschaft, ein ganz gewiefter Taktiker, und ganz im Hintergrund Klaus Schmittinger, der Mann, der die Spieler topfit hält. Und in Sachen Kondition, da macht den deutschen Spielern mittlerweile niemand mehr was vor. Dazu kommt die Technikschulung, dazu kommt die Erfahrung. Und schauen Sie mal, wie Rossi da diesen Ball noch ausgräbt. Und dann kommt anschließend durch Steffen Fetzner der Punkt. Ja! 16-13. Und kurz darauf dann sogar für das deutsche Doppel die Möglichkeit zum Sieg. Nach dem verlorenen zweiten Satz noch ein bisschen Unruhe in der Halle. Da kann es einer gar nicht abwarten, bis das 3-1 für die deutsche Mannschaft kommt. Kommt es? Ja. 20-18. Großes Risiko auch hier bei Jörg Roskopf. In diesem quasi eingesprungenen Ball sehr kurz über den Tisch gespielt von der anderen Seite. Jetzt das Zeichen von Steffen Fetzner, welche Aufschlagvariante folgt. Und der entscheidende Ball zum 21-18 und damit die 3-1 Führung für die deutsche Mannschaft in der Gesamtwertung gegen Weltmeister Schweden. Das am Thron rütteln funktionierte. Anschließend allerdings verlor dann Jörg Roskopf gegen Jan-Ove Waldner in zwei Sätzen 16-21, 19-21. Somit also Stand von 3-2, da Steffen Fetzner hinten im Bild gegen Erik Lind spielt. Erster Satz. Lind, ja ein Mann, der mit der Mannschaft der Schweden schon Weltmeister, mehrfach sogar und Europameister war, dem aber der ganz große persönliche Erfolg noch fehlt in seiner Statistik. Die Schweden sind ja bestens bekannt in der Bundesrepublik, alle haben schon in der Bundesliga gespielt, beziehungsweise spielen wie Jörgen Persson in Saarbrücken derzeit noch in der Bundesliga. Man kennt sich also bestens. Herrlicher Ball von Lind. Der entscheidende in diesem ersten Satz zum 21-18. Steffen Fetzner in diesem ersten Satz nie in Führung. Und der Eindruck bei Zuschauern wie auch auf der deutschen Bank, dass doch vielleicht die Kräfte von Steffen Fetzner an diesem Tag ob seiner Grippe nicht reichen. Zweiter Satz. Er räumt sich auf. Er gibt alles. Er kämpft. Man nannte ihn ja mal das Hätschelkind des Deutschen Tischtennisbundes, weil man immer an ihn glaubte. Aber die Geduld hat sich ausgezahlt. Und er selbst hat zurückgezahlt. In den letzten Jahren und Monaten und auch am heutigen Abend. Satzgewinn 21-16, Ausgleich 1-1. Und jetzt sind wir schon im entscheidenden Satz. Und auch wenn es die Bank noch nicht ganz glauben will, Speedy ist auf dem Weg zum Sieg. Jetzt Aufschlag.
20:12 für Fetzner. Lind nicht nervenstark genug. Und Fetzner, der Matchwinner. 18:21, 21:16, 21:12. 2:1 Sieg. Gesamtwertung 4:2 für die deutsche Mannschaft. Der Sieg vor 5.500 begeisterten Zuschauern ist der Mannschaft sicher. Und das bei einem Satzverhältnis von 9:6, was gute Aussichten einräumt für das Rückspiel in einer Woche. Herzlichen Glückwunsch an die ganze Mannschaft. Eine großartige Leistung. Wieder sind die Schweden in Hannover bezwungen. Herzlichen Glückwunsch allen dreien. Herzlichen Glückwunsch vor allem erstmal an Steffen Fetzner, dem Matchwinner in diesem Fall, wenn ich so sagen darf. Ja gut, ich habe das letzte Spiel gewonnen, aber ich glaube, das war heute ein Sieg der Mannschaft. Es hat jeder seinen Punkt dazu beigetragen und mich hat es gefreut, dass wir gesehen haben, dass wir drei gleichwertige Leute jetzt haben, dass wir auch gegen die Schweden jeder von uns punkten kann. Und ich glaube, im Hinblick auf die Europameisterschaften war das ganz, ganz wichtige Erkenntnis für uns. Ich glaube, Steffen Fetzner, Sie sind heute auf dem Zahnfleisch durchs Ziel, wenn ich so sagen darf. Man merkt es auch jetzt an der Stimme. Ja gut, ich habe ein bisschen die Grippe und ich schleppe das jetzt schon ein paar Tage mit mir rum, aber ich habe einfach alles gegeben und jetzt kann ich 2-3 Tage ein bisschen Pause machen und das tut mir dann ganz gut. Die Pause braucht zumindest der Speedy. Der Rossi hat auch wieder 1,5 Punkte gesammelt, wenn ich so sagen darf. Der Punktesammler der Mannschaft schlechthin. Das Doppel hat mal wieder gewonnen, obwohl man bei der Deutschen verloren hat im Finale. Ja, mit Sicherheit. Bei den Deutschen ist schon was anderes, wenn man hier Europa-Liga spielt. Wir haben ganz genau gewusst, dass es für uns sehr schwierig wird. Die Paarung ist für uns schwieriger zu spielen als Waldner-Appelgren. Und wir haben noch nie gegen beide gewonnen gehabt. Und es war schon wichtig gewesen im Hinblick auf die Europameisterschaft, dass wir das Doppel hier gewonnen haben. Nur das war mit Sicherheit ein vorentscheidender Punkt, dass wir das Doppel gewonnen haben. Speedy Fetzner hat es schon angesprochen. Der dritte Mann ist aber sehr wichtig geworden in der Mannschaft. Ja, sicher. Das ist wirklich ein Mannschaftserfolg. Wir haben heute jeder einen Punkt gemacht und wir noch das Doppel gewonnen. Man merkt, dass die Mannschaft, auch die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft, nicht nur aus Roskopf und Fetzner besteht, sondern auch aus Franz, Wosig und Böhm. Und das war mit Sicherheit das, was wir gebraucht haben vor Stuttgart, dass wir jetzt wissen, wir haben noch eine Mannschaft, dass wir die Schweden auch bezwingen können. Und das ist was ganz Wichtiges heute gewesen. Zum dritten Mann, Peter Franz, ich habe das Gefühl, Sie werden praktisch von Einsatz zu Einsatz stärker in der Nationalmannschaft. Das Selbstvertrauen spielt jetzt eine große Rolle, oder? Ich hatte durch meine ganzen Verletzungen viel Selbstvertrauen verloren, weil ich immer dann schlecht gespielt hatte danach und habe jetzt in letzter Zeit sowohl in der Bundesliga als auch in der Europaliga viele wichtige Einsätze gehabt und auch gute Spiele gemacht und so kam das Selbstvertrauen halt dazu. Ne? Auf diesem Selbstvertrauen bauen Sie auf, im Moment in der Mannschaft, sicherlich auch in Zukunft im Einzel. Ja, ich hoffe schon. Ich habe jetzt die letzten drei Monate, außer an diesem Wochenende, habe ich eigentlich die ganze Zeit immer sehr gut gespielt und ich hoffe, dass ich meine Leistung jetzt bei den Europameisterschaften so fortsetzen kann. Hoffen wir das auch. Die Europameisterschaft ist im Moment schon das Thema. Man spukt, man merkt, es spukt in den Köpfen, obwohl es noch 4 Wochen bis hin ist. Erstmal alles Gute. Das 1:1 in der Gesamtwertung nach Siegen von Fetzner gegen Hegenbart und Persson gegen Capriola.